Ich glaube, der Stream läuft jetzt. So, hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Dreamers Channel. Ah, jetzt hat es die Kategorie wieder rausgehauen. Ernsthaft? Es haut es einfach jedes Mal raus. So. Ja. Ja, ich glaube, das sollte jetzt gut sein. Oder? Ich hoffe, euch geht's gut. Für die, die gerade zuschauen. Sorry, das ist ein bisschen jetzt verzögert. Ah, gut. Gut, jetzt sollte es aktualisiert sein. Perfekt. Oh, der startet jedes Mal. So. Finde Wesen mir. Okay, dann gehen wir auf Plötze drauf und. Ah, stimmt. Ich habe noch einen Kollegen gefragt, wo man hier das ganze Zeug reparieren kann. Hier trotzdem irgendwie beim Schmied. Wo ist der Schleifstein? Ah, der ist hier. Okay. Irgendwie beim Tippen sollte das gehen. Mit dem reden. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Ich hätte gern, dass du mir was anfertigst. Ich möchte, dass du mir etwas anfertigst. Links auf dem Bildschirm siehst du Liste der Schemas in deinem Besitz. Verwende X, um Schemas auszuwählen und L, um nach oben. Ja. Rechts auf dem Bildschirm siehst du eine Beschreibung des aktuell ausgewählten Gegenstands. Okay. Gegenstand herstellen. In der Bildschirmmitte siehst du die erforderlichen Komponente zum Herstellen diesen Gegenstands. Okay. Auch Handwerker müssen essen. Wenn dir ein Handwerker etwas anfertigen soll, musst du ihn für seine Dienste entlohnen. Okay, wenn du das erforderliche Geld hast, drücke. Aha, ja, okay. Du musst einen Handwerker auftreiben, der über die richtige Spezialisierung wie Rüstung und oder Waffenschmiede für den jeweiligen Gegenstandstyp sowie über das erforderliche Können verfügt, um einen Gegenstand dieser Qualität anzufertigen. Einige Gegenstände lassen sich zerlegen, um neue Handwerkzutaten zu erhalten. Suche dazu einen Handwerker auf und wähle zerlegen. Ah, da oben steht reparieren. Ja. Okay. Also, wie es aussieht, ist das hier kaputt. Wie viel Geld? 157 für. Oh no. Ah, ich habe die ganze Rüstung. Ah, okay. Ich dachte schon, holy shit. Für ein Jawohl. Teil. Okay, können wir jetzt das irgendwie anschauen? Ich drücke immer noch die falschen Tasten. So. Ah, ich sollte wahrscheinlich hier rechts schauen. Ah ja, okay. 100% alles. Okay. Dann Ah, machen wir heute mein ein Bart. bisschen, ja, Hauptstory weiter. Hätte ich jetzt mal gesagt. Okay. Ah, das ist ein Kaufmann. Das kann doch jetzt wirklich nicht so schwer sein. Er hat gezappelt und geschrien, bumm, da haben sie ihm. Was?
Ja, Leute, das sind einfach so Textzeilen. Okay. Plötz ist auch nicht ganz so sicher beim Reiten. Heya! Heya! Feuer! So. Wie links. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Nichts passiert. So. Hier durch. Okay. Boy, was ist los? Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort, ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich... Ah, stimmt, jetzt kommt wahrscheinlich gerade der Kampf. Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Okay. Jetzt ist dann gleich Fight Time. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein. Ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind. Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Nettes Schäfchen. Okay. Er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte, wie dies. Oh, eine Armbrust. Nice. Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Im Kartenspiel. Ich dachte, du wärst ein Traditionalist. Gespielt hast du also sowas. Sieh einer an. Uns Lektionen über Laster halten, aber selber ein Spieler sein. Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. So. Na, jetzt gibt es sicher noch Tutorial, wie man die Armbrust einsetzt oder irgendwas so. Vorsicht! Ah! Oh, ah, okay. Wähle die Armbrust mit und aktiviere sie mit X. R1. Ah, okay. Vorsicht! Sturzflug! Ah! Ah, man muss gedrückt halten. Ja! Und drauf, Boys! Okay. Ist ein bisschen kritisch. Oh shit, okay. Sehr kritisch. Ah! 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 Ja, was macht der andere Typ? Er macht gar nichts. Wartet. Magische Falle. Schutz. Ja. Oh nein. Okay, ich habe mir mal Schutzschild gemacht. Oder ist die Armbrust. Okay, ich sollte ein bisschen was essen. Ah, yo! Ja! Ja! Das stimmt! Ich schlage die ganze Zeit. Huh! Was du zu bieten hast. Ah, ich hätte ausweichen sollen. Bratapfel! Ah! Der ist schnell! Ey. Ernsthaft? Ah, er kommt immer näher. Ja, danke. Ja, Mann. Schon verkackt. Ah, ah. Ja, ich sollte ein bisschen mehr essen. Pfütze. Wir machen einfach starke Angriffe. Okay.
Yo! Ich sollte wieder mal einen Bratapfel essen. So. Okay. Lass ihn nicht erwischen. Was? Als ob nicht getroffen. Boy? Warte. Haut er jetzt ab? Warum haut er ab? Okay, warum konnte jetzt das? Hä? Jetzt geht's einfach dorthin. What the fuck? Ist das so gewollt oder ist das ein Bug? Ich hoffe mal, dass das so gewollt. Komm hier, Boy! Komm schon. Ja, Mann! Noch ganz knapp. Okay, letzter Balken. Wollen wir wetten? Jetzt wird er ganz, ganz massiv wütend. Ah, ich hätte angreifen sollen. Okay. Ja. Was? Es kann schreien? Ja, okay. Klar, dass es schreien kann, aber so, dass eine Schallwelle entsteht. Oh. Ja, okay, es ist like Dark Souls. Ausweichen, Attacke. Ausweichen, Attacke. Plötzlich ist auch wieder hier. Gang, gang. Sag ich einfach. So, und tot. Okay. Ja, okay, das war ja auch die erste richtige Mission. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Man lernt nie aus. Man lernt bis an sein Lebensende. Hexer nicht. Es sei denn, sie wünschen ein frühes Ende. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Oh, nimm die Trophäe. Ah. Ja, war ja klar. Ich dachte noch. Hat er einen Kopf? Oh, Leute, ja. Heya! Heya! Und so schnell vergisst man das lieber. Okay, einfach schön. Ah, fuck. In die falsche Route gelaufen. Der Weg sagt hier durch. Gehen wir halt auch hier durch. Magie, ein Ort der Macht. Mach langsam. Wir haben. Hallo? Absteigen. Ah! Ah, das ist wieder so eine Ah nein, nur eine Erscheinung. Okay, wenn schon doch. Ah, okay. Hä? Ah, er hat so einen gelben Balken. Okay. So ein Witz. Ah, ist er dead? Okay. Und was bekommt man hier? Ah, ich muss länger gedrückt halten. Ah.
Ah, Fertigkeitpunkt. Okay. Aber ich glaube, wir haben immer noch nicht genügend Plätze frei. Also, natürlich drücke ich wieder das Falsche. Charakter. Ja. Stufe 6. Ja, okay, erst bei Stufe 4 geht wieder so ein Teil frei. Stufe 9. Ja, das dauert noch ein bisschen. Puh. Okay. Ja, wir sind ein bisschen vom Weg abgekommen, aber ist ja auch nicht so, so schlimm. Das war ja ein Fragezeichen. Also nehme ich jetzt mal an, dass dieser Punkt. Das müssen wir ja eh irgendwann machen. Wegen dem. Kommt aufs Gleiche, ja, hinaus. Ja. Ah, wir müssen zu diesem Turm hingehen. Ja, stimmt. Oh! Okay, hier ist ein bewachter Schatz. Level 5! Ja, okay. Wahrscheinlich, sie machen relativ viel Schaden. Wir auch. Nein. Und du bist der Nächste. Ah, ja, okay, sie machen wirklich viel Schaden. Aber Badass. Ich sage einfach Badass dazu. Okay, hier hat es irgendwas. Alkoholhest. Leinen. War das schon? War das? Ah, okay. Nein, das zünde ich lieber nicht an. Rubinstaub und sonst irgendwelchen Staub, keine Ahnung. Schauen wir mal schnell auf der Karte nach. Ja, das war wahrscheinlich. Lol, hier hinten dran wäre gerade noch ein anderes Fragezeichen gewesen. Hm. Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich dann eh noch ein bisschen herumkommen in dieser Region. Oder wir gehen schon weiter, keine Ahnung. Also das weiß ich wirklich nicht. Oh. Wir haben ja ein Pferd. Fuck. Vergesse ich jedes Mal. Ja, okay. Wäre wahrscheinlich eh nicht mehr allzu weit gewesen. Ja, okay. Jetzt müssen wir eh schon. Okay, war unnötig. Ja. Wir kommen wieder zu unserem Typ. Finster und übel riechend. Okay? Geh? Ja. Der Geh-Typ. Halt! Halt! Halt und wir laufen einfach weiter. Was zum Teufel ist das? Roggen. Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also? Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein, bei den Göttern, nein! Oh, fuck. Was? Kein freundlicher Hauptmann mehr. Du hast die freundliche Maske also fallen lassen. Das war keine Maske. Ich habe die Hand ausgestreckt. Diese Leute haben drauf gespuckt. Vielleicht, weil sie das Schwert hielt, mit dem ihre Lieben getötet wurden? Ein Moralist. Und was hättest du an meiner Stelle getan? Ich hätte nie an deiner Stelle gestanden. Sag mir, was du Word. Ich habe den Greif getötet. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet. Wie du mir. Halt! Ja. Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Einige Dialoge erfordern schnelle Entscheidungen. Wähle deine Antwort aus, bevor die Zeit abläuft.
Ja, jetzt, obwohl es ist auf Zeit für Entscheidung. Ja, ich glaube, wir lehnen das Geld ab. Es wäre schon gut, Geld nehmen, aber wir sind gutmütig. Geld ablehnen. Boy! So, Stufe 3, ah, nice. Ja, voll, finde ich auch. Ja, Mittelalter war nicht gerade die beste Zeit. Bereite dich mit Wesemir auf den Aufbruch aus Weißgarten vor. Ah, dann gehen wir weg, hä? Okay. Schauen wir mal nach, was da draußen so sich verbirgt. Können wir ja noch ein bisschen Gegner attackieren, bevor wir losgehen. Ja. Er kann ja gut schwimmen. Nehme ich jetzt mal an. Also es ist ein Boot. Wahrscheinlich kommt irgendein Kampf dort. Kriegsbeute. Okay. Ist wahrscheinlich unten dran, ne? Dachte es mir noch. Ah, wir haben ein bisschen Geld bekommen. Wow, was? Ah, was? Was? Schnell! Schneller! Schneller! Weg! Natürlich, Ertrunkenen, die schwimmen ja hier überall. Oh Gott. Ich weiß gar, wir können wahrscheinlich nicht kämpfen, hä? Oh mein Gott. Oh. Hier oben sind auch noch Gegner. Ich gehe mal schneller weg. Einfach noch schnell Glück gehabt. Ja, das haben wir jetzt. Ah, das gehört wahrscheinlich hier noch zu einem Ort. Ja, gehen wir dorthin. Ich glaube, allzu viel schief gehen. Wow, meine PlayStation ist gerade richtig am Durchdrehen. Vielleicht hört man's. Sobald dass wir außerhalb waren oder wieder ins Spiel reinkamen, hat so angefangen zu lenken oder zu rauschen. Hast du gleich mehrere Sachen auf einmal? Aber was ist denn noch? Ja, come at me, boy! Au! Aber jetzt hat es wieder aufgehört. Na egal. Fuck. Und das war's? Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Zu zerstören ein Monsternest brauchst du ein Kartätsche Samum oder die Bombe der Tanzen der Stern. Begib dich in die Nähe eines Nests und rücke es, um hoch zu jagen. Du hast nicht die richtige Bombe. Okay. Also dann können wir hier noch nicht alles machen, ja. Okay, dann markieren wir jetzt unser nächstes Fragezeichen. Ah, wir laufen sogar dort in diese Richtung. Hier hätte es dann noch vier Sachen. Ja, wir können eigentlich fast wie ein Bogen laufen. Jetzt machen wir so wie, ja, Postenlauf von hier, dann hier, hier. Bisschen runter an die Küste und dann können wir hier ja noch, ja, wir können ja eigentlich alles machen. Es sind ja nicht viele Sachen. Ich darf mich einfach nicht allzu fest aufhalten lassen. Mensch, und das. Okay, hier ist wahrscheinlich wieder ein Gegner, ja. Oder? Ah, ich glaube, das ist sogar unterirdisch. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ich glaube, wir haben es. Telekinetische Druckwelle? Ich glaube. Aber wir können es noch untersuchen.
Hä, ich hab's doch ausgewählt. Ah, ich muss R2 drücken. Was ist das? Hier hat's auch noch was. Seltsam. Hello? Bewachter Schatz. Ah, okay. Hallo? Haarschleierling. Also das sind Pilze. Also bewacht sieht mir das nicht aus. Brief des Hexers. Okay. Ah, neues Handwerksschema haben wir bekommen. Durchsuche die Burgruinen, finde Schemas für alle Ausrüstungselemente der Vipernschule. Wo hat uns das jetzt hingeführt? LOL. Jo, dann muss man wirklich einfach alles durchsuchen, dass man auch so, ja, Manuskripte bekommt. Ist einfach Level 7. Ernsthaft? Ah, ich dachte schon. Okay, Gildorf Schwert. Meistergegenstand. Okay. Ah, ich habe wahrscheinlich schon das gefunden. Ja, sonst hat es hier nur noch Pilze und Feuer, die man entzünden kann. Es werde Licht! Okay, das bringt eigentlich gar nichts. Vielleicht ein Geheimgang, der geöffnet... Ja, wahrscheinlich nicht. Wenn es so wäre, dann... Tut's mir leid. Was macht... Ah, ich habe bis jetzt alles Stahlwaffen. Das macht plus 8. Ja, ich packe mal die drauf. Ja, nice, wir haben ein besseres Schwert bekommen. Ich glaube, wir können dann auch sehr viel noch verkaufen. Hose haben wir ja blau. Die wäre aber besser. Das wäre besser. Sieht aber nicht geil aus. Kann man das irgendwo? Das könnte man dort draufpacken. Okay. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was sich verändert hat. Was ist das? Oh, nice. Okay, das ist wirklich geil. Ist das Chance auf Verbrennen? Zeichenintensität? Chance auf Betäuben? Ich glaube, wir machen Verbrennung drauf. Das Quest-Gegenstände und das... Ah, yo, shit. Stimmt, es gibt ja noch so viele Sachen zum Craften. Gut, wir sind hier in dieser Gruft auch zu Ende. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ja, haben wir doch. Aha, da bekommen wir immer Perks. Ach so, okay. Wo ist das nächste Ziel? Alles hier. Okay, schauen wir mal, was dort zu finden ist. Okay. So können wir vielleicht auch, wie jetzt bei dem vorherigen Ort, gute Sachen finden. Hier ist das Ding wie alles leer. Ja, noch Gebüsche. Oh. Falsche Richtung. Ah, ist wahrscheinlich dieses Häuschen. Versteckter Schatz. Okay, es sind Wölfe hier. Okay, gut. Aus dem Weg! Ich nehme mal an, das ist der versteckte Schatz. Hingeschriebene Notizen. Okay. Ah, neues Schema haben wir bekommen. Dann noch Ohren. Dreckiges Geld.
Ah, perfekt. Geh gleich zu der nächsten Hütte hin. Okay, dort hinten ist halt noch allerlei vom Gegner. Jägerhose. Nein, das brauchen wir jetzt nicht. Dreimal die gleichen Sachen? Strickleiter. Kann man das irgendwo aufhängen? Geht das? Das hier. Asche. Irdenglyphe. Keine Ahnung was. Fläschchen. Ja, warum nicht? Vielleicht braucht man die Fläschchen wirklich. Wasserflasche. Sicher. Wolfsfell. Ja, okay. Why not? Okay. Ist hier auch noch was? Hart. Okay. Jetzt, das Fragezeichen war doch irgendwo hier oben. Jetzt muss ich schnell... Ja, ich laufe sogar in die richtige Richtung. Gut. Ich weiß, die Mission ist jetzt rechts von uns, aber hier sollte irgendwo das Teil sein. Ah, dort. Was ist es? Ah, schon wieder ein versteckter Schatz. Komm, keine Gegner. Holy shit, sind das viele. Seltsam. Okay. Ah, jetzt gibt's hier auch noch eine neue Mission. Oh. Beiß! Ding, ding, ding! Okay. Kam aus dem Nichts. Ist auch so schnell wieder verschwunden. Alchemistenpulver. Ja, ja. Okay, bei dem war jetzt scheinbar keine Mission. Ready. Okay, sie sind nicht besonders stark. Ah, warum habe ich das nur gesagt? Ich habe einen ganzen Wolfsrudel auf mich aufgehetzt jetzt gerade. Ah. Ah, Büsche halten mich auf. Okay. Hier sieht's nach einer passablen Weg aus. Oh nein, es sind Banditen. Versucht es gar nicht, Boys. Oh, oh, nein, 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 nein. Ganz, ganz böse Idee. Ey, Jungs! Verdammt. Ich verschlage ihn. Ah. Warum hat er überhaupt das Schwert weggelegt? Das verstehe ich nicht. Okay. Na komm. Boom! Ernsthaft. Ich weiß nicht mehr, was man drücken muss. Ja, so dumm. Hat er das wirklich gesagt? Boy. Und er hat sogar einen Knüll dabei. Lol. Zwergenschnaps. Nö, rostiges Zeug brauchen wir nicht. Fistech. Becher, ja, warum nicht? Ja, Boys, es tut mir leid, aber irgendwie, ihr wolltet nicht kooperieren. Holy shit! Okay, dem hier unten dran, das tut mir sehr leid. Ah, jetzt habe ich das Schwert mitgenommen. Fuck that. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt auch ein Limit von dem Inventarbereich, wegen dem ich nehme jetzt nicht alles mit. Die Meteorium-Erz, keine Ahnung. Ich höre wieder Wölfe. Alter, wie viele das hier ist. Ziegenfell. Holhest. Gehärtetes Holz. Holhest. Wir haben aber viel von dem.
Calcium. Ja, warum nicht? Warum hört man die ganze Zeit die Wölfe im Hintergrund? Kohle ist, gehärtetes Holz, Becher, oh Gott, es hat einfach zu viel. Ohren, ja, das können wir auch immer gerne annehmen. Ah, das, oh, den hat's gerade als erstes erwischt, dann kam der nächste hier. Oh, plötzlich hatte ich ja einfach, oh, das sieht besser aus, Anfänger. Plötzlich hatte ich ja einfach keine Waffen mehr in der Hand. Habe ich den geplündert? Nö. Ah, jetzt habe ich den kleinen Knüppel wieder genommen. Und hier? Ich glaube, sonst haben wir alles. Okay, what we got here? Oh. Jägerstiefel. Und silberne Teekanne. Okay. Was hier? Oh. Okay, wir haben einfach eine Quest abgeschlossen. So. Inventar. Ja, es hat sich schon ein bisschen mehr gefüllt. Nö, das ist nicht besser. Okay, das ist besser. Das wäre auch besser. Hm. Jetzt müssen wir einfach nur noch einen blauen Oberkörper finden. Ja, komm, packen wir das drauf. Ich habe zwar noch nicht ganz so viel Ahnung, was das alles bewirken wird. Ja, wie heißt eigentlich das Silberschwert? Auch Sekundärwaffe oder? Ah, Silberschwert, okay. Aber bis jetzt haben wir noch gar kein anderes Silberschwert, oder? Stahlwaffe, Stahlwaffe, Stahlwaffe. Nö. Wir könnten auch ein paar Sachen wegwerfen. Ist das? Benötigt Stufe 4. Ah, das hat auch wie Borderlands mäßig. Okay, gut zu wissen. So. Schmeiß einfach mal alle weg. Vielleicht könnten wir es auch verkaufen. Das werde ich dann ja noch früh genug werfen. Ah, das ist jetzt alles hier. Okay, jetzt haben wir nur noch ein Fragezeichen vor uns hier oben, also in diesem Teil von dem Gebiet. Ah, stimmt, das ist das Guldenest. Dann hier unten sind sie ja alle eigentlich relativ aufeinander. Gut, es wird auch ein bisschen heller. Wow, der Mond ist ja riesig. Ja. Ja, wir sind schon Ende der Nacht angekommen. Oh, jetzt sehe ich wieder Wölfe. Oh. Oh, ich laufe komplett falsch. Ich dachte, mein Kopf sagt immer gegen das gelbe Zeichen, weil halt Hauptmission und so. Hier kommt man nicht durch. Ah, man kann von der anderen Seite öffnen. Ach so. Dann gibt es... Warte. Ah, das war... Das war sogar dieser Teil, wo ich nicht durchkam. Und hier dann, ja, rübergeschwommen bin. Jetzt habe ich ja auch das... Lol. Okay, ich dachte, das Seil würde uns ein bisschen aufhalten. War nicht der Fall. Komm her, Boy. Ja. Ja. Ah. So. Ey. Dann gibt er mir noch einen mit. Ja, es ist ein neuer gekommen. Really? Ja. Ja, manchmal... Geralt spinnt wie ein Beyblade hier herum. Au. So. Nö, rostiges Silberschwert. Ja, das nehmen wir gerne. Ein Mann der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen.
War ja klar, dass hier wieder so ein Müllteil ist. Da muss man noch ganz viele von diesen Bomben finden und dann noch... Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Das ist das erst jetzt. Okay, hier hat's wieder zwei Sachen. So, markiert. Jetzt rufen wir mal wieder Plätze. Kommt er schon. AI at its finest moments. So, wir können ja einfach neben der Spur durchgaloppieren. Ist ja zum Glück hier nicht das Größte. Was jetzt, du Stück Dreck? Schon wieder ein Monsternest. Ja, aber wir können es ja nicht zerstören, das ist das Traurige. Ja. Oh, den konnten wir angreifen, zum Glück. Wo ist der Letzte? Komm her, Boy. Ah, er hat mir noch einen mitgegeben. Ein Ghoulnest. Oh, fuck, ich muss jetzt habe ich ein bisschen zu... Ja, wie? Giftextrakt. Okay, die geben noch relativ gutes Loot. Ja, Monsterklaue. Also sieht wertvoll aus, weil es mit einer gewissen Farbe hinterlegt ist. Das haben ja zum Beispiel diese Klingen, die wir vorhin eingesammelt haben, gar nicht gehabt. Aber das war jetzt mehr auch ein Fail. Also hierher zu kommen. Das war ja richtig unnötig. Das ist einfach nochmal so ein Nest. Ja, okay, machen wir als erstes das hier und dann gehen wir gegen die Küste. Los, lauf! Los! Ja, aufpassen. So. Das ist halt der Nachteil, wenn man... Ah, wieder Banditenlager. Ey, Boys! Was geht? Deserteur. Ganz blöde Idee. Wenn ich dich gewesen wäre, wäre ich weggerannt. Ah, ich hätte wahrscheinlich noch eine Attacke machen können, aber kack drauf. Mehr als besiegt kann man nicht sein. Doch. Schlafen gelegt. Hühnerbrötchen. Oh, danke schön. Wasserflasche. Irgendwie haben wir 1000 Wasserflaschen. Okay. Banditenlager check. Steht irgendwo eine Prozentanzahl? Das wäre eigentlich noch... Ah, vielleicht... Empfohlene Stufe. Ah. Ah, es zeigt an, welche Stufen das man haben soll. Lol, 35. Was hier? 19, okay. Ah, dann ist wahrscheinlich diese Region halt... Mehrheitlich Anfangsregion und auch die drumherum. Jetzt muss ich überlegen, in welche Richtung. Ich habe in diese. Warum habe ich nicht markiert, Mann? Es dauert auch höllisch lange, bis so anzeigt. Ah, ich wäre sogar in die richtige Richtung gegangen. Ist hier auch noch was? Ja, Geld nehmen wir auch immer. Rehhaut, Lederstücke und Leder. Ja. Was ist hier drin? Eine Schnur! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das habe ich mir auch schon immer gewünscht. Eine Schnur. So, jetzt irgendwelche Gegner. Ah, ne, Wölfe. Okay. Ich würde sagen, das wäre auch erledigt. Aber scheinbar muss ich irgendwie noch hier raufkommen.
Warum hat sie... Welche Gegner noch? Ja, als ob bin ich jetzt noch weiter runtergeflogen. Und dann hier durch? Ja, muss man, ja. Wir ziehen dir die Haut ab. Ah, das ist ein Banditen... Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Zielt auf seine Augen! Zielt auf seine Augen! Ganz blöde Idee. Puff! Und tot. Ah! Ich habe ihn schon aus dem Augenwinkel gesehen. Okay. Ich habe gehört, es gibt zwei Variationen hier. Ergeben oder schlafen. Es wird wahrscheinlich schlafen sein bei ihm. Sorry, Boy. Waren das schon alle? Wow, er hat mir einen Apfel gegeben. Und wieder eine Schnur. Oh mein Gott, wir haben jetzt zwei Schnüre. Gehärtetes Leder. Ja, nehmen wir. Okay, es hat langsam jetzt für mich wie ein Feeling von Fallout bekommen. So mit dem Looten und mit dem Zeug erkunden. Bereite dich auf Vesemir. So blöd. Egal, ob es die Comments sind bei Twitch oder hier im Spiel, ich lese immer wieder das Gleiche. Mehrfach. Kleine Igniglyphe. Verhörprotokoll. Ja, okay, Leute. Ey, wie viel das immer hat. Leute, für die, die das lesen wollen. Ich gehöre nicht dazu. Okay. Ich habe einfach eine Mission erledigt. Wie ich das auch gemacht habe? Keine Ahnung. Okay. Jetzt müssen wir schnell das nächste markieren. Ich glaube, mit dem Markieren haben wir halt schon ein bisschen gespart von der Zeit. Sonst, wenn ich ja herumirre und ich weiß, wo das Ganze sich befindet, dann könnte es immer länger dauern. So, ich hoffe, ich bekomme keinen Schaden. Gut. Okay, hier hat es dann sicher wieder so ein Ghoulen-Nest. Ich habe irgendwie so das Gefühl. Diesen bewachter Schatz. Von den Trunkenen! Ah, yo. Ich habe schon die richtige Klinge. Nein, warum? Oh, shit. Wie? Warte, letzten Spielstand laden. Das hat jetzt aber diese Punkte schon geladen, oder? Oder abgespeichert. Ey, Leute. So ein Bullshit. Warum hat es hier oben gespeichert? Ah, wahrscheinlich Autosaving oder so. Mann. Na, aber zum Glück nicht alles. Okay, ich muss mich richtig daran gewöhnen, hier auch zu speichern, so wie Kerbal Space. Ja, okay, nicht wie. Genauso wie Kerbal Space Programm schon nicht, weil dort war es ja extrem schlimm bei mir. Okay, wir müssen zwei Banditenlager wieder machen. Jetzt haben wir ein Höhe, das nicht mal gespeichert hat bei der Quest. Also das hat ja die Quest abgeschlossen. Wo gehen wir jetzt hin? Ah, das war das Nest. Das war das Nest letztes Mal.
Ah, mit Hüpfen geht es. Okay, wir rennen hier einfach durch. Bringt ja eh nichts, wirklich. So wie ich die Karte vorhin gesehen habe, müssen wir jetzt hier durch. Ja, genau. Kommt zu Papa, tötet ihn, haltet ihn, werft ihn in den Graben. Zum Teufel! Leute, der schläft nur. Alter, das Spiel. Leute, die schlafen nur. Ich kann es nicht genug. Ja, okay, das glaubt mir eh niemand mehr nach diesem Kampf hier. Ja. Sie schlafen nur? Fuck. Okay, wir haben vorhin hier noch Zeug auf. Oh, wieder eine Schnur. So. So. Man hört wahrscheinlich wieder die PlayStation im Hintergrund. Dann müssen wir hier durch. Holy shit. Das hätte jetzt auch schief ausgehen können. Aber zum Glück wissen wir ja jetzt, wo die Punkte sich befinden. Ernsthaft. Oh, yo, es tut mir so leid, Leute, für sie. Sie sind ja auch nur Menschen. Ey. Was? Yo, einfach übertreiben hier. Spiel speichern. Oh Mann. Oh Mann. Ja, wir können dann das überflüssige Zeug auch wieder wegmachen, wenn wir überfüllt haben. Hey, nein, jetzt muss ich einfach alles wieder machen. Ich will in die Kiste schauen, please. Ihre Flasche. Okay, das ist fast mehrheitlich gleich geblieben. So, jetzt nochmal das. Ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal schon gemacht habe. Okay. Das war jetzt Speedrun-mäßig. Einfach schnell alle hier gemacht, alle Punkte. Okay, die waren jetzt richtig nervig gegenüber mich vorhin. Ich speichere nochmal. Wir haben ja hier noch die Kiste geöffnet und so. Das geht ja auch relativ schnell. Fuck. Falsche Richtung. Vielleicht sollten wir ein bisschen Heilung generieren noch. Und diesmal hüpfe ich schon vorher runter. Okay, the fight is on. Ey. Puff. Ah, nicht getroffen und er ist down. Nächster. Und... Ah, was? Als ob machen die so viel Schaden. Nein. Als ob... Oh mein Gott, das war jetzt aber Glück. Shit, sind die Biester hässlich. Okay, Kleidung irgendwie haben wir bekommen. Zauberhafte Perlen, irgendwas so. Haben wir hier nicht noch?
Zeug zum Aufsammeln. Okay, hier noch. Ah, Monsterknochen. Ich esse wieder was. Sonst nirgends. Hier. Okay. Ich speichere jetzt hier, weil das war das Heftigste. Und das nochmal. Ja, wir sollten wirklich langsam bessere Ausrüstung bekommen. Ja, okay, zwar wir sind eigentlich immer noch in der ersten Region. Okay, jetzt hier eigentlich der Küste entlang. Was macht Plötze dort? Das ist gleich hier unten. Ich hoffe einfach, dass ich nicht vorbeilaufe. Ah, es ist ja gleich dort. Gut, dann markiere ich den hier. Können wir das bei der Brücke, ja. Jetzt habt ihr es wahrscheinlich gehört wegen meiner PlayStation. Shit, was? Es läuft nur. Also schon übertrieben. Ah, wir haben wieder ein Banditenlager gefunden. Geil. Puff. Immer schön Fußrodar machen. Okay. Gehen wir schnell zu dem. Die Typen nerven mich einfach so schlimm. Ja. Gut, das haben wir geschafft. Hallo. Was noch? Ja, okay, das hat nur Strickleiter gehabt. Hallo? Hallo? Auch nur Strickleiter. Ah, hier ist Beute. Irgendwas, Smaragdstaub und so. Zertriebene Perle, abgenutzter Lederpanzer. Ist sonst nichts drin? Ah, doch. Ah, Lederbalk. Okay. Mache ich hier jetzt. Ja, wer am besten? Ah, verlassenes Dorf, da haben wir ja die Mission gemacht. Wir machen dann auch noch die zwei. Jetzt haben wir dann schon alle Fragezeichen hier in dieser Region gemacht. Außer die coolen Nester. Die haben wir leider noch nicht zerstören können. So. Was ist denn hier? Schmugglerversteck. Okay. Sicher, wenn wir alles aufsammeln. Oh, wir können das bewegen, lol. Wenn wir das aufsammeln, kommen dann sicher noch die Schmuggler. Greifen uns an oder so. Oder nicht? Lol, nicht mal. Ja, nice. Wo habe ich jetzt eigentlich markiert? Ich speichere nochmal. Es ist so blöd, dass ich auch hier ans Speichern die ganze Zeit denken muss. Ah, Mann, aber ja. Komm. Besser so, als dann alles wieder nochmal spielen und immer wieder anfangen. Ein Bär? Was? Holy shit! Okay, das hätte ich nicht erwartet. So fällt er jedenfalls immer. Rauf! Auf ihn! Ah! Ich muss auch in der Nähe sein. Aus dem Weg! Huh!
bisschen Heilung. Ah, fuck that. Rauf! Ah, der war blöde. Jo. Wird er wütend? So, drauf. Down, ja, Mann. Nice. Leute, Winnie Pooh geht es nicht. Das Medaillon. Gut, er hat ein bisschen schlafen müssen. Der Macht sein. Ja. Alles hat seine eigene Farbe halt. Der Blick von Geralt plötzlich. Oh. Hier war noch einer vorher. Fährtenleserstiefel. Okay. Okay, und wo sollten wir jetzt hin? Ah, wir können hier. Okay. Und dann die genau gleiche Richtung können wir dann auch gehen für das nächste Fragezeichen. Speicher jetzt nochmal. So. Ah, hier hat's schon die Gegner. Was jetzt, du Stück Dreck? Ah, ist wahrscheinlich ein Nest. Ah, nein, nicht mehr. Ich habe jetzt unten nicht gelesen, was es ist. Die! Ah, hatte keine Chance, dieser Typ. Vor allem Typ. Ich meine Ghoul. Okay. Rostiges Brotmesser. Okay, why not? Kandelaber. Hä? Hä? Was sollte das sein? Hä? Schau schnell. Ah, was steht dort? Verlassene Städte. Ah, hier hinten hat's irgendwas. So, verlassene Städte. Sieht mir jetzt danach eigentlich nicht aus. Es ist nur ein Schrein. Ja, was kann man denn hier machen? Hier kann man gar nichts machen, oder? So ein Zeichen hat... Ah. Aber... Hä? Dann muss man doch alle Ghule besiegen. Oder einfach alle Gegner. In der Nähe. Wir haben wieder irgendwas, das fast kaputt ist. Ja, wenn jetzt das dort hinten... Es war so klar, dass er Trunkene kommt. Oh, jetzt habe ich... Ah, okay. Okay, die sind ein bisschen schwächer als die vorher. Okay, ich sage nichts. Okay. Nein, was? Holy shit. Was die für eine Kraft haben. Zum Glück habe ich Autosave noch gemacht. Dann spawnen wir eventuell schon vor ihnen. Holy shit. Ganz wenig Attacke und schon down. Ja, langsam. Ja, wir sind eigentlich immer noch in der ersten Region. Aber es sind
hier in dieser Region die stärksten. Also nach meinen Eindrücken. Sag mir, was du zu bieten hast. Ah, jo. Nein. Ey, das ist doch Oh, nice. Den gleich mitgenommen. Okay. Die! Puh! Gegen die habe ich richtig mehr Panik als gegen jeden anderen Gegner. Also bis jetzt vielleicht kommen... Ja, es kommen wahrscheinlich noch schlimmere Gegner. So, sammeln wir halt hier wieder alles auf. Aber das mit der verlassenen Stätte, das verstehe ich nicht. Sonst hat man ja alles befreien können und dann kamen ja die Typen wieder zurück. Jetzt gar nichts in diesem gleichen. Okay, ich glaube, wir haben auch das abgeschlossen. Okay, gehen wir nochmal zurück. Ich frage mich einfach. Oh. Wir haben wahrscheinlich Bier geholt. Dass das auch so einen Effekt hat, lol. Dann hat es wohl einfach herumgewackt. Was haben sie hier? Ah. So. Ich glaube, dir kann man trauen. Kräuterkundler. Was? Ah, egal. Leb wohl. Kräuter. Gut, nur noch wenige. Also nur noch zwei Fragezeichen. Und dann können wir zurückgehen. Die sind ja schön nahe beieinander. Alter, meine PlayStation. Ich keine Ahnung, was heute los ist. Das Spiel macht ja wahrscheinlich ein bisschen Leistungsdruck an meine PlayStation. Obwohl es eigentlich die PlayStation 4 Pro wäre. Keine Ahnung. Ich hoffe, die PlayStation 5 ist nicht so laut wie PlayStation 4. Dass die das ein bisschen behoben haben oder so. Weil die Lüftung ist wirklich extrem übertrieben manchmal. Je nachdem, wie halt das Spiel auf die PlayStation ankommt. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Hier ist ein Ort der Macht. Okay. Jetzt haben wir mehrere Fertigkeiten eigentlich schon erhalten. Ja, okay, das war jetzt easy. Haben wir dann alles? Oh, es sieht irgendwie aus, dass wir beim Anschlag... Ah nein, dort haben wir schon wahrscheinlich alles genommen. Was hier? Ah, hier ist so ein Schmiedzeug. Also bis jetzt haben wir noch drei Ghoulen-Nester, die wir nicht zerstören konnten. So, das andere ist ja auch nicht so weit entfernt. Das wahrscheinlich auch ein Grün ist. Dein Arsch gehört mir! Einsatz, Leute! Ernsthaft? So. Okay, das waren die ganz easy Typen. Und Boom! Smash! Tut mir leid, Boy. Ja. Ah, ich wollte schon sagen, hallo.
Gut, jetzt haben wir alles. Außer die Nester. So. Ich glaube, wir haben schon das Zeug aufgehoben. Was hier die Hauptattraktion war. Chemistenpulver. Oh. Jetzt noch was? Reines Silber, okay. Okay. Zum Glück sieht man halt auch immer die X'e auf dem Boden. So. Gut. Gehen wir endlich zurück und machen jetzt weiter. Wir gehen wahrscheinlich gerade in die nächste Region. Ich glaube, es wäre gar nicht so schlecht, wenn wir immer ja, Region für Region abhacken. Dass wir halt so wieder Überblick haben. Komm schon, bitte. Okay. Dann wissen wir auch, wo was abgeschlossen ist, was noch zu erledigen ist. Wie viele Bomben, dass wir noch sammeln müssen. Ja, halt. General Knowledge. Oh, scheiße. Sorry, ich bin voll einfach in ihn reingelaufen. Langsamer. Warte. Jetzt hat wieder neue Blätter? Ah, vielleicht sind es einfach immer die gleichen, wo man nehmen kann. Einfach, dass man es nochmal durchlesen kann oder so. I don't know. Gut. Ey, yo, Katze, was geht? Boys? Jungs oder Leute, so sah der Alltag oder der Abend aus im Mittelalter. Zwei am Trinken und eine voll Risiko machen. Die Tür ist wieder auf. Ich glaube, der hat ein bisschen, warte. Ich reiß dir den Schädel ab und piss in deinen Hals. Ich hätte es auch erwartet, dass er irgendwas so sagt in dieser Richtung, wenn er schon mit seinem Messer die ganze Zeit... Ich reiß dir den Schädel ab und piss in deinen Hals. Er kann nur diesen Satz sagen. Ich reiß dir den Schädel ab und piss in deinen Hals. Ey, weißt du, dass du... Komm zu Papa, what the fuck? Okay, wir haben hier einen Haufen von komischer Leute, die an einem Tisch hocken. Und was willst du sagen, Bandit? Sohn einer Ziege! Sohn einer Ziege, ja genau. Das hätte ich auch erwartet, genau da, in diesem Satz und nicht mehr. Macht auch Sinn. Okay, und was sagst du? Komm zu Papa. Was haben sie nur mit dir? Ich reiß dir den Schädel ab und piss in deinen Hals. Wissen wir, wo sind wir hier gelandet? Hilfe. So, ja, machen wir weiter. Genug herumgespaßt. Yennefer ist in Wüsima. Da wohnt man hört immer noch Freunde. Das Klicken. Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Wer ist das? Wer ist das? Patrioten. Trinken die siebte Runde für Temerien. Und die Fäuste jucken langsam. Ich sehe gar keine Nilfgaarder. Sie finden einen anderen Feind. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Geralt, wir sollten uns raushalten. Nur dieses eine Mal. Ist gerade lustig, dass ich genau die Typen angesprochen habe. Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne?
Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserlichen magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Ich lass das durchgehen, Lidgar. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn der Hilfe meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, what the fuck? Ah! Alter! Lass mich los! Alter! Erkennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück! Alles klar. Hexer sollen an. Holy shit! Unsere Kinder. Stimmt das? Das ist schnell eskaliert. Was hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt! Okay, ich glaube, es gibt Schlägerei. Ihr ebenfalls nicht. Die geben nicht nach. Das sehe ich. Ja, fight, ding, ding, ding. Oh, puh. Ja, also wirklich kein Problem. Wir haben einfach 4 in ein paar Sekunden zerstört. Bruder muss los. Schon gut, es ist vorbei. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Sein Gesicht, Götter, erbarmt euch. Verschwindet und kommt nie wieder. So viel zum Thema raushalten. Na los, ja, vielleicht hätten wir... Vielleicht hätten wir mit den Fäusten lieber zuschlagen sollen. Oh, okay, das war. Haben wir nicht angefangen? Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Jen? Wie? Das ging ja schnell. Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Tut mir leid. Ist ja gar kein Blut dort. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysima. Mach die Pferde bereit. Warum so eilig? Ich sitze seit 6 Monaten im Sattel. Ich habe dich 2 Jahre nicht gesehen. Können wir nicht kurz? Leider können wir nicht. Es erwartet dich jemand, Geralt. Jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser Emhyr war. Ah, ich wollte schon irgendwas sagen. Emreis. Bester Name. Auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Was er dir wohl geboten hat? Muss ja ein verdammt tolles Angebot gewesen sein. Es gibt nicht viele Dinge, für die du deine Freiheit aufgeben würdest. Und noch weniger Leute. Je eher wir aufbrechen, desto schneller erfährst du es. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun, weißt du noch? Ja, ich erinnere mich.
Danke für deine Hilfe, Vesemir. Und bis bald. Jetzt sind wir wieder alleine unterwegs. Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern. So schnell wie möglich. Okay. Also... Na, Stufe 4. Flieder und Stachelbeeren. Wahrscheinlich, weil wir jetzt diesen Akt oder dieses Kapitel abgeschlossen haben. Und so ritten sie weiter in die Ferne. Oh Gott. Ja, jetzt kommt ein Angriff oder irgendwas so. Weißt du, ich habe neulich von dir geträumt. Ein schmutziger Traum, wie ich dich kenne. Zuerst schon, aber dann... Was dann? Ah, ich hab's so gewusst. Los jetzt! What the fuck? Okay. Kaboom! Jennifer, wir haben die... Wir reden morgen darüber, in Ordnung? Nach der Audienz. Ah, wir sind in einer neuen Stadt. Ach, sie hat ja gesagt, dicken Steinmauern. Auf der Suche nach Jennifer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Jen tatsächlich ganz nahe war, in Vysimar. Hä? Ja, weil wir ja mit ihr dorthin gereitet sind, hä? Okay. Wir werden gebadet. Von alles Frauen, okay. Ja, das ist Luxus. Ja. Adios. Das muss reichen. Er ist wahrscheinlich halt einfach zu dreckig. Du meinst, es kümmert er mir, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht? Der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Berger. Cladwin, bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Okay. Er wird ein bisschen aufgepeppt. Stimmt was nicht mit meinem Bart? Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut, tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen bitte und stillhalten. Okay, was ist das nur für eine Passage? What the fuck? Und stell dich auf einige Fragen ein. General, ich bin nicht sicher, ob der Zeitpunkt geeignet ist. Er könnte nicht geeigneter sein. Die Leute werden ehrlich, wenn sie eine Klinge am Hals spüren. Morvran Voorhees, Kommandant der Division Alba. Ehe du zum Kaiser gebracht wirst, Hexer.
musst du einige Informationen bestätigen. Reine Formsache, jedoch unabdinglich. Sicher, der Papier. Ja, wahrscheinlich so Fragenrunde. Also, und schnell entscheiden. Gerald von Riva. Geburtsort unbekannt. Eltern unbekannt. Alter unbekannt. Unwichtige Details. Kommen wir zu jüngeren Ereignissen. Zur Belagerung der Burg Lavalette. Dem Schicksal des verteidigenden Kommandanten, einem Arjan. Ich habe Arjan bei der Belagerung getötet. Es hat sich so ergeben. Ich habe ihn verschont. Er ist entkommen. Ja, what the fuck? Ich habe die anderen Spiele nicht gespielt. Ja, komm, sind wir einfach gutmütig oder lügen wir einfach? Keine Ahnung. Dann landeten wir im gleichen Kerker. Arjan ist entkommen und dabei hat er die Burg in Brand gesetzt. Ah, so hat das Feuer angefangen. Unsere Berichte haben den Drachen dafür verantwortlich gemacht. Weiter im Text. Du hast dann Zuflucht im hübschen Flotsam gefunden und dich von dort aus nach Vergen begeben. Die Frage ist, wie? Ich habe Flotsam mit Vern und Roche verlassen. Ich bin zu Lorbet gestoßen, der hat mir geholfen. Ey Leute. Keine Ahnung, ich drücke einfach irgendwas. Ein Monsterschlechter und ein Menschenschlechter. Interessante Allianzen schmiedest du. Mir ist, als stünde die interessanteste noch bevor. Na los, nächste Frage, bevor mir der Bart nachwächst. Wenn das geschieht, rasieren wir dich nochmal. Also schön. Der berüchtigte Gipfel in Loch Muin. Du warst dort. Und hast dich schon wieder in die Angelegenheiten der Mächtigen eingemischt. Ich habe Lorvet geholfen, Saskia von einem Fluch zu befreien. Ich musste Triss retten. I don't know, man, please. Die Mächtigen hielten Triss Merigold. Ich hoffe, das sind die einzigen Fragen, die von den vorherigen Spielen kommen. Rette, an denen ihr liegt. Das hast du ja auch. Und dabei Radovid die Kontrolle über Kammer und Rat der Magier übergeben. Nilfgaard hat unlängst einen Krieg begonnen. Ohne Anlass. Tu uns also einen Gefallen und lass das moralisieren. Der Herr möchte bitte stillsitzen. Ich bin fast fertig. Das könnte mir schwerfallen, fürchte ich. Soweit ich weiß, hast du danach zugesehen, wie deine Freundin Sheila de Tankerville von einem defekten Megaskop zerrissen wurde. Ich habe zugesehen, wie sie ins Megaskop ging. Aber dann habe ich sie befreit. Aus der Falle, die euer Mann Leto von Guleta ihr gestellt hatte. Schreib das auf. Ich will sicher sein, dass der Papierkram jetzt in Ordnung ist. Tja, nationale Interessen zwingen einen bisweilen zu schwierigen Allianzen. Auch zu Allianzen mit Hexern. Diese Allianz ist tot. Ich habe Leto umgebracht. Ist die Allianz noch am Leben? Was ist aus Leto geworden? Die Allianz gibt es noch? Was macht Leto denn so? Ich hatte gehofft, dass du mir das sagen könntest. Ah, Leto versteckt sich also vor euch. Dazu muss er gute Gründe haben. Ist das auf Änderungen im nationalen Interesse zurückzuführen? Ich weiß nicht, wo er ist. Und wenn ich es wüsste, würde ich es euch nicht sagen. Klinge am Hals oder nicht. Ich glaube, das war alles. Deine Unterschrift bitte, zur Bestätigung, dass du die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesagt hast, bei Androhung von Kerker oder Tod und so weiter und so fort. Hier und hier. Da der übliche Papierkram. Geregelt sind, möchte ich den General bitten, den Raum zu verlassen. Wir wählen jetzt die Kleidung des Herrn aus. Die Angelegenheit ist wichtig, erfordert aber nicht die Unterstützung des Generals. Schade, ich hätte euch beraten können. Bis dann, Geralt. Viel Glück bei der Audienz. What the fuck? Aber nicht. Ich habe nur große Fragezeichen vor mir. Keine Ahnung. Ich scheine eher auf eine Hochzeit vorbereitet zu werden. In dem Fall hätte ich einen Gehrock, einen Frack oder vielleicht einen Abendanzug für den Herrn vorbereitet.
Der Herr wird vielmehr aus diesen Kleidungsstücken auswählen. Wo sind meine Kleider? Wo sind meine Kleider? Wo sie schon lange hingehören. Bei der Wäscherin. Nach der Audienz bekommt der Herr sie wieder. Sauber und gestärkt. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Können wir jetzt wirklich herumlaufen? Ein Jammer, dass ich keine Zeit habe. Wir können jetzt einfach hier Zeug looten. Ah, Brot, Ohren. Bärfell. Was? Bärfell? Was? Holy shit. Ja, das ist nice. Kann man hier noch irgendwas? Ja, schon wieder irgendwas zum Lesen. Ich scroll einfach jedes Mal durch. Ich sage aber nicht immer jetzt, dass man das auch selber durchlesen kann. Für die, die es halt einfach... Direkt aus den Für die, die Bock haben, hier das ganze Zeug immer durchzulesen, könnt ihr ruhig machen. Könnt ihr später auf YouTube das anhalten. Ein Schwert gegen Hexen. Ich glaube, mehr haben wir hier dann auch nicht. Okay, was? Okay, das sieht... Oh, ich finde so königliche Anzüge immer richtig strange. Ja, was hat am meisten Swag? Genau, das ist das Wichtigste bei diesen Kleidungsstücken. Ja, komm. Das ist meistens weg. Höflingsbarms. Okay, alles nehmen. What the fuck? Plötzlich voll Flugzeuge. Ich muss. Inventar. Und kann ich das jetzt anziehen? Boah, sieht das kacke aus. So. Und da heißt es, Kleider machen keine Leute. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Schätze schon. Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Teint des Herrn ist hell genug. Der Herr wird von dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Oh Mann. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Ich bin kein Wildschwein, ich kann mich. Ich bin doch kein Wildschwein. Ich weiß, wie man sich verneigt. Zeige er es mir bitte. Dies, Herr, ist die richtige Verneigung vor einer Hure an der Straßenecke. Nicht für den Kaiser von Nilfgaard. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Das ist absurd. Das ist nicht dein Ernst. Genau, das habe ich auch gedacht. Kennt der Herr die Strafe für Übertretungen der Etikette in Gegenwart des Kaisers? 200 Peitschenhiebe. Dies wünsche ich ihm nicht. Daher werde ich ihn nicht eher gehen lassen, als bis ich überzeugt bin, dass er sich zu betragen weiß. Rechtes Bein nach vorne, linke Hand auf die Brust. Falsch, falsch, falsch. Noch einmal. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Oh, Mann.
linkes Bein nach vorne, rechte Hand auf die Brust. Keinerlei Antwort. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Komme er mit mir. Okay, er wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwendet. Eure Magnifizienz. Gebackt. Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Bye! Als ob es abgeschlossen. Oh. Tut mir leid. Ich musste erkunden gehen. Oh. Fast wäre ich runtergerutscht. Kann man hier etwas öffnen? Verschlossen. Wir beklauen einfach alles. Die wilde Jagd. Oh mein Gott. Das Buch habe ich seit Jahrzehnten gesucht. No, eigentlich nicht. So, gehen wir wieder nach oben. So, ich habe die Toilette gesucht. Da unten ist sie nicht. So. Sorry. Und wie sieht jetzt dieser Kaiser aus? Ingrimi ep art Kerser. Deit wenn Adan in Karn ep Morwut, em hier war em Reis. Verneiden. Ja, okay, warum nicht? Eure kaiserliche Majestät. Area ep to order. Evelien, namin wat gern wavort. Alle raus außer dem Hexer. Ich dachte, du beugst das Haupt vor niemandem. Ich wollte den Kämmerer nicht enttäuschen. Wir sind Freunde. Freunde. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla. Sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Sie ist zurück, ist das sicher? Ist das sicher? Ciri ist gegangen, weit, weit fort. Meinst du, ich würde dich mitten im Krieg herzitieren, um ein Gerücht zu diskutieren? Ich meine, dass jeder sich irren kann, sogar ein Kaiser. Ich hatte vergessen, wie unverschämt du sein kannst. Ich habe keine Zeit, dich zu überzeugen. Und auch kein Interesse. Yennefer wird das tun. Nach der Audienz. Okay. Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson, wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Ich tue es nur für Ciri. Spart euch die Großzügigkeit für die Leute, deren Häuser eure Armee niedergewalzt hat. Das tue ich wegen Ciri, nicht wegen eures Goldes. Deine Motive interessieren mich nicht. Nur Ergebnisse. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin. Okay. Das war ja jetzt ein ganz kurzes Gespräch. Und für das den ganzen Anzug anziehen und das Beugen-Training. What the fuck?
Folge er mir, wenn es dem Herrn recht ist. Bleibe er dicht bei mir. Es sind viele ehrenhafte Gäste im Palast, die der Herr verabscheut, nicht belästigen darf. Genau das werden wir machen. Ey, yo, Boys! Sei gegrüßt. Beruhige dich. Was? Weißt du, mit wem du redest, Soldat? Ich bin Herewar der Zweite, Prinz von Elanda. Man lässt mich hier nicht nur wie einen Bittsteller warten, sondern auch noch in der Gesellschaft eines Filzers. Ich bin Gerber, Meister der Gerbergilde. Oh, schade, können wir nicht drauf hocken. Ich verlange. Beruhige dich. Der Kaiser verlangt Ruhe. Hier gibt es ja nichts zum Looten. Oder nicht? Der Herr wird später noch Zeit für einen Spaziergang. Hier kann man noch Zeug. Ah, da oben war. Loot. Schön Apfel nehmen. Ich glaube, es ist auch kein Diebstahl, oder? Wo sind wir jetzt hier gelandet? Okay, wie es aussieht. Ist dieser Palast schon ein bisschen groß? Okay. Ja, voll. Sie reden alle eine andere Sprache. So. We are back to the room. Wahrscheinlich gehen wir jetzt dann wieder da raus, wo ich gerade hergekommen bin. Wollen wir wetten? Ja, dann lauf. Oh, immer solche Missionen, wo man einfach einen Typ hinterherlaufen muss. Sehr spannend. Also muss man sagen, sehr, sehr. Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Habe zu holen. Die Feder noch angespitzt, ja? Dann schreibe. In Novigrad haben nicht der Stadtrat und die Kaufmannsgilde das Sagen, sondern die Kirche des ewigen Feuers und die kriminelle Unterwelt. Boah, wie viele Sachen das hier einfach schon alleine zum Lesen gibt. Die Unterscheidung ist bisweilen schwierig. Sind sowohl erbarmungslos als auch zynisch und... Okay, hier hat's wieder was. Oh, schon wieder was. Ich glaube, wenn ich alles lesen würde, dann würde der Stream wirklich 50-50... aus Lesen bestehen und aus Spielen bestehen. Ja. Falls ich alles lesen würde. Das mache ich ja nicht. Zum Glück. Also Tutorial-Sachen lese ich immer durch. Da ist ja auch verständlich. Man muss ja auch irgendwie wissen, wie man das Ganze hier betätigt. Aber ja. Ein Jammer, dass ich keine Zeit habe. Aber so Trivia oder so kleine Geschichten innerhalb von dem Spiel ist jetzt nicht ganz so wichtig für mich. Sieht einfach umwerfend aus. Ja, könnte ich sie bloß ausziehen. Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werten, den ich sogar wahrnehmen könnte, aber wir haben was zu tun. Verstehst du jetzt, warum ich an Emias Hof bin? Mhm. Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Ciri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht sie jetzt ungefähr aus. Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Jetzt sind also schon unsere Agenten, ja, ganz erwachsen. Sieh einer an. Sie ist erwachsen. Euer Training in Kaer Morhen. Oh mein Gott! Hätte ich jetzt niemals gedacht, dass jemand erwachsen wird. Viel verändert. Du nicht. Kein bisschen. Ich habe deine unbeholfenen Komplimente vermisst. Aber konzentrieren wir uns auf Ciri, ja? Gut. Emir sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir.
Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspiti, Geomantie, einfach mit allem. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auch gewesen war. Oh, sorry, sorry. Wenn hier Soldaten nicht gewesen wären, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch warum so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Immer so viel Gelaber. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Geralt, bevor es die wilde Jagd tut. Was will die wilde Jagd von Ciri? Die wilde Jagd. Was kann sie von Ciri wollen? Keine Ahnung, Geralt. Ich hätte sie ja angeschrieben und nachgefragt, aber ich habe die Adresse nicht. Ich weiß so viel wie du. Es muss um ihr Blut gehen, um ihre Gabe. Aber Gabe. Was die Jagd mit der Gabe vorhat, darüber will ich lieber nicht nachdenken. Okay. Gut, wo wurde Ciri denn gesehen? Wo genau wurde Ciri denn gesehen? An zwei Orten, Velen und Novigrad. Die Spur in Velen ist aussichtsreicher. Da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Henrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Das war's? Keine Losungen, keine geheimen Begrüßungsrituale? Nein. Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasie. Ich mache schnell still. Zu verderben. Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Gerüchte. Aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten. Triss Merigold. Die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kaer Trolde. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. Warum hast du mich nicht früher kontaktiert? Noch eins, bevor wir gehen. Warum hast du nicht versucht, mich zu erreichen? Hast du mich nicht gebraucht? Wolltest du mich gar nicht sehen? Ich wollte nichts verderben. Ich hörte, Triss und du wären ein tolles Paar. Jen, ich hatte das Gedächtnis verloren. Wirklich? Das ist deine Ausrede? Lassen wir das, ja? Es ist nicht, was du denkst. Es hat mir gezeigt, wie sehr ich dich liebe. Ich will sowas nicht hören. Nichts davon. Er hat das Gedächtnis verloren? Was ist im 1 und im 2 alles passiert? What the fuck? Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht, aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Das tut sie. Warum teleportiere ich dich nicht nach Velen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Jen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesemir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Va'atre. Das ist er, da drüben. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir, gesund und munter. Ich werde auf dich warten. Ja, okay. Cirilla! Bleibt aus den Sagen der Nordlinge. Unfassbar. Botschafter Va'atre? Yennefer empfahl mir, dich nach dem Stand der Dinge zu befragen. Nach dem Krieg und so weiter. Natürlich. Die Diener des Kaisers sollten keine Geheimnisse voreinander haben. Werfen wir einen Blick auf die Karte, wenn's recht ist. Wie läuft der Krieg? Wie läuft der Krieg? Ich meine, abgesehen davon, dass der Nilfgaardische Triumph unmittelbar bevorsteht.
Ich nehme an, dass dies ein Privatgespräch ist, ohne Zeugen. Lassen wir also die Propaganda beiseite, auch die in Ironie verkleidete. Unsere Offensive lief hervorragend, bis der Winter kam. Ädirn war in einem solchen Durcheinander, dass wir praktisch nicht auf Widerstand stießen. Wir hatten den Ponta vor dem ersten Schnee erreicht. Es blieb nur ein geschwächtes Kettwen und Radowitz Redanien, das die Hilferufe aus dem restlichen Norden ignoriert hatte. Wir dachten, sie würden um Frieden verhandeln oder sich sogar als Vasallen anbieten. Wir warteten siegesgewiss auf den Frühling. Radovid? Sich ergeben? Ja, eine vergebliche Hoffnung, gewiss. Radovid schickte weder Gesandte, noch näherte er sich unseren Positionen. Stattdessen schleppte er sich über das verschneite Kestrelgebirge und griff Kettwen an, seinen Verbündeten. Der Angriff überraschte die Kettwener. Sie betrauerten noch den Verlust ihres Königs. Führerlos und entmutigt legten sie nach den ersten Scharmützeln die Waffen nieder und schlossen sich Radovid an. So stand uns im Frühling statt zwei schwachen Gegnern ein starker gegenüber. Und Kovir? Was ist mit Kovir? Kovir legt Wert auf seine Neutralität. Genug, um seine Armee und vor allem sein Geld keiner Seite zu leihen. Zurück zum Krieg. In diesem Frühling gab es in den Marschen von Velen eine gewaltige Schlacht. Gewaltig, aber nicht entscheidend. Beide Seiten erlitten riesige Verluste. Unvergleichliche Verluste. Radovid zog sich über den Ponta zurück. Er ist jetzt sicher, bis die Verstärkung aus dem Süden eintrifft. Dann wird Kaiser Emhyrvar Emrys ein für alle Mal mit ihm aufräumen. Könntet ihr nicht einfach nach Hause gehen? Das würde allen viel Rennerei ersparen, von ein paar Leben ganz zu schweigen. Ich fürchte, jetzt steht zu viel auf dem Spiel, um aufzugeben. Wir können nur aufs Ganze gehen. Wie ist die Lage in Velen? Wie stehen die Dinge in Velen? Schlimm, wie üblich. Vielleicht schlimmer. Es war nie das Land, in dem Milch und Honig fließen. Jetzt fließt dort das Blut. Die Armeen sind mehrfach durchgefegt, haben die Felder zertrampelt, die Kornspeicher geplündert, die Dörfer niedergebrannt. Die Bevölkerung hungert. Und wie läuft's mit der Regierung dieses irdischen Paradieses? Nicht gut, um ehrlich zu sein. Unsere Kräfte sind schon sehr weit verteilt und Velen besteht vor allem aus sumpfigen Wäldern, die schwierig zu kontrollieren sind. Viele Patrouillen sind nicht in die Lager zurückgekehrt. Daher haben wir die Herrschaft über diese Region einem gewissen Nordling übergeben. Einem ehemaligen niederen Offizier der temerischen Armee namens Philipp Stenger. Besser bekannt unter seinem Pseudonym Blutiger Baron. Der Blutige Baron! Meide ihn. Ja, okay, wir werden den eh über den Weg laufen. Was gibt es Neues aus Novigrad? Was gibt es Neues aus Novigrad? Ist die freie Stadt noch frei? Ja, obwohl jeder weiß, dass das nicht so bleibt. Radovid ist in Ochsenfurt und der Kaiser hier in Wysima. Beide direkt vor den Toren Novigrads. Beide brauchen Geld und Schiffe, die Novigrad hat. Daher ist die Stimmung in der Stadt recht angespannt. Das heißt? Wie gehen die Menschen mit Angst um? Sie suchen Beruhigung und Sündenböcke. Die Kirche des ewigen Feuers weiß das genau. Daher verspricht sie ihrer Herde das Heil, indem sie auf die Schuldigen zeigt. Wer hat den Krieg begonnen? Wer profitiert davon? Nun, das ist offensichtlich. Magier, Elfen, Zwerge. In einem Wort, samt und sonders Abweichler. Ich war 13 Jahre lang in Novigrad stationiert. Zuerst als Konsul, dann als Botschafter. Ich habe einiges gesehen. Grausamkeit, Zynismus, Gier. Aber was jetzt passiert, lässt mich schaudern. Okay, jetzt nur noch das Letzte und dann danke für deine Hilfe. Wie steht es auf Skellige? Was gibt es Neues auf Skellige? Nichts. Das ist doch der Stolz der Skelliger.
alles der Tradition entsprechend zu handhaben, wie ihre Vorväter. Ah, das war das Land mit dem sehr starken Level. Miteinander. Plündern, überfallen gelegentlich unsere Transporte. Es ist ermüdend, aber sonst nichts. Skellige war immer eine Fußnote der Geschichte. So wird es auch bleiben. Das klingt ja sehr zuversichtlich. Was, wenn König Bran die Jarls vereint und alle Clans gegen eure Flotte führt? König Bran ist alt und schwach. Wie ich höre, kann er sich kaum an die Namen seiner eigenen Vasallen erinnern. Könnte schwierig werden, alle zu vereinen. Gut. Das war's schon. Danke für deine Hilfe. Danke für deine Hilfe. Nichts zu danken. Möge die große Sonne deinen Pfad bescheinen. Dankeschön. Okay, jetzt können wir endlich unsere Ausrüstung nehmen. Ich würde dann auch sagen, hier wäre auch schon langsam dann das Ende von dem heutigen Stream. Wir würden dann morgen gleich anfangen mit der neuen Welt. Also wir machen jetzt noch schnell den Übergang bis dorthin. Und dann würde ich sagen, ja, wäre heute mal gewesen. Der Duft hält die Kleidung des Herrn länger frisch. Tausend Dank. Er ist so hilfsbereit. Der Kaiser ist nicht für seine Geduld bekannt. Er will seine Tochter zurück, gesund und munter, so schnell wie möglich. Alter, was hat der für ein Problem? Was in dieser Richtung erwähnt. Du bist überlastet. Geralt trägt zu viele Gegenstände. Wenn du zu viele Beute mit dir herumschleppst, kannst du weder rennen noch sprinten. Das Symbol zeigt dann, dass du überlastet bist. Nur wegen dieser scheiß Kleidung. So. Ja, wegen einem Gegenstand. Okay. Wir haben die Kleidung gar nicht angezogen, hä? Ja, super. Ich ziehe nochmal das. Oh, das hätte mehr. Es hätte mehr Rüstung. Auf dem Foto sieht es ganz anders aus. Ah, wir können das Teil nicht wegnehmen, hä? Das wäre bessere Schuhe. Wir nehmen diese Handschuhe. Wir nehmen hier diese Hosen. Das wären bessere Hosen. Ja, ich glaube, sonst haben wir dann das meiste Zeug. Aber man sieht auch immer, für welches Geld, dass man es bekommen würde. Also wenn man es verkauft. Ah, das ist noch die Armbrust. Oder? Die müssen wir natürlich auch ausrüsten. Dann. Das, was fast kaputt ist. Okay, noch das Silberschwert. Haben wir jetzt alles ausgerüstet, was ich vorhin hatte? Anscheinend schon. Gut. Dann wegwerfen. Als ob ist so viel einfach. Ah, wegen der anderen Sparte. Ja, komm. Solche Sachen können wir ja einfach ablegen. Ich mache dann noch die Handschuhe. Ja, so Zeug können wir ja noch verkaufen. Verzehrbares Plötze? Was ist das? Schnalle Trophäen an deinen Sattel, um einen Bonus zu erhalten. Bonus Erfahrung bei Humanoiden. Ah! Aha! 10% Chance auf Verstümmeln. Ach so. Ah, okay.
glaube. Ist eigentlich fast das gleiche. Also das ist sogar besser. Gut, ich glaube, jetzt haben wir alles. Questgegenstände, was ist hier? Kann bei der Vivaldi Bank in Novigrad gegen Kronen eingetauscht werden. Ach so, okay. Holy shit. Und auch die Bücher hier. Okay. Na, nein, ich will nichts mit. Ach, Alchemie. Dann mit der Stuart ist in Novigrad. Gut, wir haben Quest abgeschlossen. Ah, wir sind jetzt hier. Ach so, dann sind wir wahrscheinlich hier in diese Region zurück. Warte. Aber das interessiert mich jetzt. Stufe 2 ist hier, hä? Okay, anscheinend hat es jetzt hier nur noch... Dann nehmen wir noch schnell die Mission hier an. Hm? Ah ja, okay. Machen wir das später. Gehen wir dann mal hier gegen den Typen spielen. Ich habe eigentlich voll nicht Bock auf ein Kartenspiel. Eigentlich, wenn ich ein Kartenspiel... Hä? Schnellreise. Reise nach Velen. Aha. Ah, ist das nur eine Burg? Dann ist es gar nicht so Open World, wie ich dachte. Ja, okay. Holy shit, wie viele Anschlagebretter. Ich hab nichts gesagt. Ja, hier hat es schon viele Sachen. Und jedes Anschlagebrett macht wahrscheinlich alles Fragezeichen auf, so in der Region. Wahrscheinlich ein paar haben nicht so viele, ein paar haben dann... Holy shit! Aber es ist gut, wenn's jetzt wie... okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Regionen. Ja, geht eigentlich, hä? Hier oben kommt man wahrscheinlich gar nicht erst hin. Hier ist das Gellige, da stand ja 16. Wir haben jetzt... Oh, wir haben Stufe 4. Wir haben ja noch gar nicht Stufe 5. Ja. Geralt und Yennefer waren wieder vereint. Und Geralt war zufrieden. Dann machen wir morgen das noch. Dass ein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Ja, genau so und nicht anders. Aber das werden wir morgen alles sehen. Morgen fangen wir dann gleich in dieser neuen Region an. Ja. Aber es sollte als erstes jetzt noch laden. Oh Mann. Immer schön der Ladebildschirm. Ja, okay, die Region hier ist auch höllisch riesig. Ja, ist fast die doppelte Größe von dem, was wir vorhin hatten. Vielleicht auch mehr. Okay, also jetzt sind wir noch ein bisschen der Underdog. Es hat ja geheißen, empfohlen Level 5. Wähle nördliches Temerien. 5 Tage später. Sieht man jetzt schon am Anfang, welcher Endboss hier kommt. Der Greif war ja vorhin. Ja. Ich
Das ist sehr ein gutes Willkommenskomitee. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch ein Hearts of Stone. Vielen Dank für den Kauf der Erweiterung Hearts of Stone. Deine bisher verfolgte Quest wurde gegen die erste Quest von Hearts of Stone ausgetauscht. Wir empfehlen grundsätzlich, die Erweiterung erst mit einem Charakter ab Stufe 30 zu spielen. Viel Spaß und viel Glück auf dem Weg. Okay, das dann erst später. Willkommen bei der Erweiterung Blood and Wine. In diesem Modus kannst du alle Hauptquests des Hauptspiels spielen, um mit den Quests von Blood and Wine loslegen zu können, musst du zunächst die Quest Ein Poet in Nöten abschließen. Okay. Ein zarter Hauch des Bösens. Ich weiß jetzt nicht, welche das die Hauptquest ist. Eine zarte Hauch des Bösens, das wäre die Mission von Hearts of Stone. Okay, wir müssen die mehrere Ortschaften halt noch erkunden gehen. Scheiterhaufen Besuche Triss in ihrem Haus. Okay, alles empfohlene Stufen. Dann machen wir schön alles Step by Step. Ja, Leute, ich habe schon vorhin gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Gott, kann ich es nicht mal aussprechen. Bestes Outro wieder. Ja, okay, Leute, morgen wieder 2 Uhr nachmittags würde ich hier anfangen, weiter zu spielen. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und man sieht sich das nächste Mal hier wieder auf dem Dreamers Channel. Bye, Leute. Bye, man sieht sich.